Hallo zusammen, ich hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Achievement hier aus dem Patch 10.1 und zwar befinden wir uns einmal in den Zaralek-Höhlen. Und hier haben wir ein kleines Event, das schimpft sich Forscher unter Feuer. Davon gibt es zwei verschiedene, einmal hier Titanenabriegelung und das andere ist irgendwas mit Ruinen. Und für beide Events gibt es dasselbe Achievement und zwar ist das einmal heißes Forschungsfeld und dafür müssen wir 500 feindliche Kreaturen während eines Ereignisses von Forscher unter Feuer töten. Ich habe das jetzt vorhin abgeschlossen und ja, wo ist das Ereignis und wie funktioniert das Ganze? Das Titanenabriegelungsereignis, ne? Also Forscher unter Feuer Titanenabriegelung, das haben wir hier auf den Koordinaten 47, 57. Und jede Stunde spawnt es immer zur halben Stunde. Heißt, wie jetzt gerade, 20.30 Uhr, ne? 21.30 Uhr spawnt ein Event. Und es geht immer so Pi mal Daumen, eine Viertelstunde. Man hat am Anfang ein bisschen über 8 Minuten Zeit, um ein paar Phasen abzuschließen. Und sobald man diese Phasen abgeschlossen hat, das sind insgesamt 9 kann man am Anfang abschließen und die letzten 3, die haben dann keinen Timer mehr. Ne? Und umso mehr Phasen man abschließt, umso mehr, umso besseren Loot kriegt man am Ende. Jetzt ist es so, dass jetzt quasi alle Mobs, die jetzt während des Ereignisses spawnen, hier mit zum Counter gehören. Also in den kompletten Phasen hat man hier verschiedene Gegner, die man bekämpfen muss. Es sind überwiegend Elite-Gegner. Heißt, wenn ihr hier alleine seid und das ein bisschen später macht und nicht am Anfang der Expansion, wird es wahrscheinlich ein bisschen hart. Und da empfehle ich euch, geht einfach in eine Raid-Gruppe. Da machen öfter Leute dann, kurz bevor das Event startet, quasi eine Raid-Gruppe auf. Und ja, ihr müsst zwar alle Mobs einzeln taggen, ne, dann, weil die sonst für euch nicht zählen. Also ihr müsst die alle einmal anhauen. Aber ihr kriegt so am schnellsten eigentlich die Mobs zusammen. Es gibt hier auch noch ein paar andere Achievements. Und ja, zu denen habe ich da auch schon Videos gemacht, wo wir dann noch ein bisschen speziellere Sachen abschließen müssen. Das ist es eigentlich soweit. Sprich, jede Stunde mal gucken zur vollen halben Stunde. Und dann hier könnt ihr langsam an dem Achievement arbeiten. Ich habe jetzt einige Events gebraucht, um die 500 voll zu kriegen. Und ja, es ist ein bisschen in Gefahr mehr. Aber es gibt ja auch am Ende dann netten Loot und ein bisschen Ruf auch. Gut, das war es eigentlich mit so dem Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.